Jaho! Willkommen zurück zu Super Mario. Zu Mario und Luigi Brothership. Was geht hier ab? Oh je, was für ein trostloser Anblick. Ja, aber echt, so blieb gar nichts mehr. Hä? Was zum. Woher seid ihr zwei? Ach, von Capita Bora, echt? Hm, das ist ja interessant. Was ist denn los, Kleiner? Warum ich so traurig bin? Na was, ist das nicht offensichtlich? Die Connectorblüte hat sich wieder in ihre Knospe verzogen. Connectorblüten brauchen Connector, um zu blühen. Aber hier ist ganz eindeutig Sense mit dem Blühen. Dabei ist so eine Blüte doch der allerschönste Anblick. Ganz nebenbei kann man über aufgeblühte Blüten drüber hopsen. Aha, hopsen, da bin ich dabei. Juhu! Kann man aber sonst jemandem helfen? Wie geht's dir? Falls ihr zum Leuchtturm wollt, kann euch unsere Anführerin Hamari weiterhelfen. Ja, die suchen wir gerade. Der kürzeste Weg ins Dorf führt hier entlang, ist aber im Moment durch die Felsen versperrt. Mit dem richtigen Werkzeug könnte man sie bestimmt zertrümmern. Oder man setzt Zertrümmerer ein, aber warum sind hier überhaupt Felsen? Ein Felsen mit Rissen drin, mit dem richtigen Werkzeug? Na, ihr wisst schon. Okay, warum sagst du das? Na gut. Das ging ja gerade noch mal gut. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Diese Monster, sie haben uns nichts als Probleme bereitet. Ach, kein Problem. Die waren doch Noobs. Die hatten eh niemals eine Chance gegen die Mario Brothers. Aber man kann auch gleichzeitig springen. Ist klar, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Weil wer weiß, was alles geändert wurde innerhalb dieser... Ja, wenn man so will, 10 Jahre. Betteln euch die blauen Dinger da oben nicht förmlich an, zu ihnen hochzuspringen? Ja, irgendwie schon. Tja, aber einer allein schafft das ganz bestimmt nicht. Da gehören zwei dazu. Ah, da kann man sich hochklettern. Oder sich hochziehen. Hä? Was? Hier ist was. Hä? Habt ihr das gesehen? Da hat gerade die Wand geglitzert. Ah! Hier ist ein unsichtbarer Block. Ich wusste, ich habe irgendwas glitzern gesehen. Hilfe, Luigi! Juhu! Ah, ich kann mich rüberziehen. Cool. Mhm. Und schau mal, das wäre so ein Gegner. Oh, der Kerl hat guckt gerade in die völlig falsche Richtung. Hm? Du meinst, das wäre eine gute Gelegenheit, um mit einem Sprung zuerst anzugreifen? Ja. Versuchen wir es doch. Juhu! Let's go! Oh, alle auf einmal sogar. Ja, ja, Erstangriff habe ich euch letzte Folge schon erklärt. Und da haben wir wieder ein paar Knombas. Oh, wie süß, kleine Knombas. Ja, yeah, Luigi, hilf mir. Bah! Sehr schön gemeistert. Und nochmal. Wuhu! Nicht schlecht. Oh, wie schnell. Was zum... Ah! Hab ich voll erwischt. Nicht so schnell, Freundchen. Das kriegst du wieder zurück. Aber sowas von. Okay, da muss ich drüber springen. Ich glaube nicht, dass das abwehren kann, oder? Kann ich das abwehren? Ich habe das nicht probiert, aber ich glaub's mal nicht. Ich krieg das Teil noch nicht so ganz hin. Das ist aber auch ein bisschen komisch an mir bisher. Luigi kriegt aber auch sein Level up. Yay! Oh ja, guck mal da. Und er tanzt wieder. Schön. Okay, ab Level 8 kriegen wir auch den Cooper-Panzer-Rang. Oder generell auch den Panzer-Rang. Ja, und die Status-Werte sind die exakt gleichen wie in den anderen Spielen. Aha! Wonderful! Ah, nee, falsches Spiel. Okay, da oben geht es vermutlich dann weiter. Wer bist du denn? Hamari hat erzählt, dass man zuerst zum Zug kommt, wenn man auf die Monster draufspringt. Ich nehme ihr das sogar ab, aber ich persönlich nehme lieber die Beine in die Hand. Ja, dass ihr Angst habt, euch nicht zu wehren, das habe ich schon verstanden. Oh, ist noch ein Block. Ein Pilz. Ja, also die meisten Publisher würden ja heutzutage bei Pre-Orders die so 5 Pilze dazulegen. Weil darum will man ja pre-ordern, für die 5 Pilze, die man unbedingt braucht als Fan. Aber dieses Spiel gibt die einfach so. Einfach so. Wie nett. Juhu! Ich nutze die Chance hier mit den frühen Kämpfen, um ein bisschen zu experimentieren mit den
Button Presses. Wann ist denn gut, es zu drücken? Und Mario ist auf jeden Fall der Stärkere. Luigi ist schwächer als Mario. Und dabei sind sie beide auf Level 2. Ja, ja, ja. Ich sehe erst, dass er so einen Taktstock in der Hand hatte. Lull. Boah, Besucher hier bei uns. Wir sind doch jetzt auf einer Insel. Wie seid ihr denn dahergekommen? Na, ist auch egal. Neue Gesichter. Jemand, der meine Kunst zu schätzen lernen kann. Endlich. Seht her. Die sehen aus wie Gegner. Diese vier beeindruckenden Statuen stellen die vier Begründer Schwankums dar. Ah, George Washington also. Nun, soweit die Hintergrundgeschichte, die ich mir ausgedacht habe. Man beachte besonders die handwerkliche Perfektion bei der Gestaltung der Kinnpartien. Jedes Kinn unterscheidet sich in minutiös ausgearbeiteten Details von den anderen. Okay. Oh. Ah, cool Story, Bro, aber wir hören uns weiter, ne? Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Danke, dass ihr mir ein Ohr geliehen habt. Wie es mir doch gefehlt hat, meine Arbeit einem aufmerksamen Publikum vorzustellen. Okay, Bro. Mehr Blöckchen für uns. Luigi, ich muss da hoch. Hilf mir. Sehr schön. Juhu. Ja, was ist eigentlich, wenn Luigi an den Gegner rankommt? Oh, verdammt. Jetzt haben wir ein gegenteiliges Erstangriff. Ein Gegenangriff. Oder Erstangriff von den Gegnern. Aber wir haben Abwehrreflexe des Todes. Uns können die nichts. Selbst mit nur einem Super kriegen wir die weg. Mhm. Sehr schön. Und wieder das. Oh, man kann diese Nuss kaputt hauen. Ob da vielleicht mal Items drin sind? Ich sollte es in Zukunft nochmal versuchen. Könnte ja sein. Man weiß es nie, wenn man es nicht ausprobiert hat. Aber diese Ladebildschirme nerven mich aber jetzt schon. So, wir müssen too much. Ein kleiner Ring. Hallo. Halt! Dieses Tor bleibt geschlossen, um die Sicherheit des Dorfs zu gewährleisten. Schreckliche Monster haben es auf unsere künstlerischen Kostbarkeiten abgesehen. Die einzige Möglichkeit, ins Dorf zu gelangen, erfordert Teamwork allerhöchster Güte. Habt ihr schon mal überlegt, ob die Gegner vielleicht nicht böse sind, sondern einfach nur Kunstbanausen und die möchten eure Kunst nicht und würden euch aber nichts antun? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich persönlich bin der Meinung, dass ihr es gar nicht erst versuchen braucht. Hey, was zum... Ah ja, perfekt. Mit rot und grün gekennzeichnetes Tor. Und ein Mario-Block. Ja, damit geht ein Marius-Dinger weg. Dann könnte ich ein bisschen durchlaufen. Ah! Da drüben. Aber wie sollen wir da rüberkommen? Was ist los, Luigi? Ist dir was eingefallen? Aha. Luigi scheint eine Idee zu haben. Mit so einem L. Mhm. Luigi ist was sehr Schlaues eingefallen. Schnell durchkriechen. Er ist dünn genug. Mario vielleicht nicht, aber Luigi. Komm schon. Komm schon. Nicht die ganze Hose stecken lassen. Komm schon, drück dich raus. Oh, hätten wir doch nur auf Angriff geboostet. Ah. Puh. Yeah. Oh. Die Einwohner werden nicht glücklich sein. Dank diesem Geistesblitz von Luigi ist der Weg jetzt frei. Eine Luigi-Idee! Cool, guter Name. Im Laufe eines Abenteuers kann es passieren, dass Luigi plötzlich eine Luigi-Idee hat. Es ist wieder einer von diesen Luigi-Ideen, Mann. Zu erkennen ist so ein bahnbrechender Moment an dem hellen Schein, der Luigi umgibt. Drücke sogleich L, damit er seine Idee in die Tat umsetzen kann. Was sich ein leuchtender Luigi wohl so alles einverlassen wird. Luigi. Ja. Wow, keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber mach weiter so. Oh ja. Oh ja. Ja, Wahnsinn. Und die Musik hat sich geändert, warum auch immer. Ich wollte mich hier noch umschauen, bevor wir jetzt weitergehen, aber ich sehe schon. Wir müssen erstmal die Knospen zum Blühen bringen und das geht im Moment leider nicht. Also, machen wir hier drüben weiter. Luigi D! Ja, Bro,
Das ist jetzt keine bahnbrechende Idee. Darauf wäre Mario, glaube ich, auch selber gekommen. Ich wollte nur mal sagen. Aber schön, dass du dich noch aus Mario Bros. 2 erinnern kannst. Hallo, liebe Besucher. Es ist mir eine Freude, euch auf Schwankum begrüßen zu dürfen. Moment mal. Besucher? Ja, hör mal, die Wand da, ne? Ich musste sie runtertun. Oh, wow, ihr kommt von Capitabura und wollt unsere Insel anbinden? Super, dann hätte ich als Empfangsdame von Schwankum endlich wieder was zu tun. Viel Erfolg mit der Inselanbindung. Kann's kaum erwarten, wieder öfter Hallo zu sagen. Verlass dich auf uns, wir kriegen das schon hin. Schwankum, Meisterwerk Nummer 002. Blaue Beschämung. Keine Ahnung warum, aber ich hatte heimlich Süßes aus Hamarias Haus genascht. Als sie mich erwischte, gab es ein Geschimpfe, das mir die Schamesbläue ins Gesicht trieb. In diesem Werk sieht man gut, wie ich mich geschämt habe und wie blau ich aussah. Sicher, dass du eine Süßigkeit geklaut hast von ihr, nicht noch was anderes? Etwas als Getränk? Hm, weiß er nicht. Oh, hier ist ein Shop. Uff, puh, mir fehlen für solche Ideen. Brauche neue Perspektive, neue Inspiration. Hä? Ich habe ja noch nie gesehen. Diese Gesichtsbehaarung ist einzigartig. Ich werde sie als Inspiration verwenden, aber zuvor erzähle ich euch etwas über unsere Welt. Geklatscht. Wollt ihr vielleicht über etwas Bestimmtes mehr erfahren? Nee, passt schon. Stellt eure Fragen, solange ihr wollt. Eure Anwesenheit ist angenehm erfrischend. Oder sagt irgendwas Neues? Ich frag mal. Über Connectania. Unsere Welt Connectania war eins voller Energie. Den Connector. Ja, Leuchttürme? Ja, okay, nee, er sagt wirklich nur das, was wir schon wissen. Warum auch immer. Hallo, warum klatscht es so? Ach, wie lange ist es schon her, dass hier mal ein neuer Kunde vorbeikommt? Willkommen in Schwankums besten Itemgeschäft. Ja, das werde ich jetzt mal selber beurteilen. Sirup, not bad. Geisterkekse? Den will ich aber in Real Life essen. Immunisiert gegen Schäden. So kannst du ohne Gefahr das Ausweichen trainieren. So ein Loop-Item. Aber sieht lustig aus und dein Laden ist ja ganz selbst. Du kannst Nüsse kaufen. Was? Eine Nuss kostet 30 Münzen? Wucher! Wucher! Vielen Dank für den Besuch! Ja, sei leise. Die von uns verehrte Schwankfelsschale befindet sich im Norden der Insel. Vor langer Zeit zum Schutze des Leuchtturms erbaut, erfüllt sie diesen Zweck noch heute. Man mag sie für eine Schüssel halten, aber auf einer Säule balanciert. Aber sie ist eine sie ist ein Kunstwerk. Ich hoffe nur, dass sie von den Monstern nicht zerstört wird. Oh, hier gibt's wirklich Röhren. Huh. Die kommen mir bekannt vor. Aha. Sehr schön. Abkürzungen wie früher. Probier es mal aus. Ja, okay, es ist der Standard-Röhren-Sound. Noch von damals, NES. Ja, warum change it? Aber ich weiß nicht, ich glaube, in anderen Mario Luigi Spielen hatten die sogar einen eigenen Sound gemacht. Das vermisse ich so ein bisschen. Vielleicht lässt Nintendo nicht zu, ich weiß nicht. Bitte sehr, mein jüngstes Werk. Es trägt den Namen der Hochhaltende. Wow, kreativ. Mit bloßem Bestaunen von Kunst ist es nicht getan. Man muss sie berühren, spüren, schmecken und erklimmen gar. Nur wer sie mit allen Sinnen erfährt, lernt sie zu schätzen. Okay. Ja? Dreckig. Schwankuhmeisterwerk 003, der Hochhaltende. So vieles, das auf meinen Schultern lastet. Arbeit, Familie, der ein oder andere Traum. Doch betrachtet man sie als Lasten, so zerbricht man daran, einem Zweiglein gleich. Drum sehe man in ihnen besser einen Schatz. So die Botschaft dieses Werkes. Aha, das ist aber eine nette Botschaft. Ah, wieder mal ein Haufen langweiliger Felsen, Leute. Was habe ich ja noch nie gesehen. Ist er von einer anderen Insel hergekommen? Capitabura heißt die? Wie riesig. Ihr seid die ersten Besucher hier, seitdem die Welt zerbrochen ist. Sasa, hättest du aufs Meer gestarrt. Gab's irgendwas von Interesse da draußen? Ganz im Gegenteil. Das Meer hier ist an Langeweile kaum zu überbieten. Kann ich verstehen. Habt ihr schon mal was von Riffen gehört? Riffe sind diese Felsbrocken, die man hier und da im Meer rumstehen sieht, oder?
gell? Richtig! Die Meere von der Connectania sind voll mit Riffen in den skurrilsten Formen. Und die werden dann geschnitzt in Stahlfuhren. Auf Schwankum weiß fast jeder, wie man eine fantastische Skulptur in Stein haut. Aber Riffe, seltsame Wunder der Natur. Für mich sind sie die wahren Meisterwerke. Riffe. Robuste Kleinode in der Meere. Faszinierende Felseninseln voller Inspiration. Riffe ist einfach riesig. Aha, du liebst Steine, habe ich verstanden. Resti-Steine sehen ein bisschen aus wie die Gesichter, oder? Ah, oh, Verzeihung, ich kann nur an eines denken. Riffe, Riffe, Riffe. Ich bin immer hier und halte nach Riffen Ausschau. Darum nennt mich auch jeder nur noch Riffeni. Riffeni? Oh, ich liebe es. Klingt doch riesig, putzig. Ja, finde ich schon. Na dann, kann ich jetzt wieder raus aus Meer schauen, bitte? Oh, na klar, mach ruhig. Seltsam, junge Frau. Ah, gut, kann man hier hoch? Nee. Da gibt's wohl nichts. Aber die Stadt ist ja riesig. Hilfe, gibt's da noch einiges zu erkunden. Meisterwerk 001, Schwankums Mondkopf. Zunächst kann dieses... Das klang gerade wie SpongeBob Schwankopf, oh Gott. Zunächst kann dieses Werk als herkömmliche Darstellung eines Mondes betrachtet werden. Doch wenn man es zusammen mit der heiligen Schwankfeldschale in Augenschein nimmt, so lächelt der Gott der Kunst allen entgegen, die solchen Blick fürs große Ganze beweisen. PS, dies war natürlich so geplant. Bestimmt kein Zufall, der mir erst beim Platzieren auffiel. Ah ja. Diese Skulptur wird geheimhin als mein Meisterwerk betrachtet. Darum wird ihr auch die Ehre zuteil, den Dorfplatz schmücken zu dürfen. Nee, Autogramme gebe ich trotzdem nicht. Oha. Wenn ihr die Zugbrücke unterlassen wollt, müsst ihr auf den Bandschalter hauen. Mit euren Fäusten kommt ihr da allerdings nicht weit. Das erfordert schweres Gerät. Schweres Gerät also. Ob ich mich mit Schaltern auskenne? Klar. Aufs richtige Werkzeug kommt's an. Ja, wir haben keinen Hammer. Der kommt noch. Ich habe mich schon gefragt, ob ich jemals wieder neue Kunden begrüßen könnte. Herzlich willkommen im Ausrüstungsparadies von Schwankum. Ah, endlich. Alte Stiefel, Billigstiefel, Latzhose, Billighose. Die verkaufst du hier? Aha, die werden sogar gut für uns. Aber ich werde im Early Game keine Items kaufen. Das ist eher sowas fürs Late Game, würde ich sagen. Aber nett. Hoffentlich kommen wir bald wieder. Eigentlich sollten sich ja sogenannte Vatanica um den Konnektabor kümmern. Aber jetzt, da es dem Konnektabor dreckig geht, kein Vatanica weit und breit. Blöd. Vor gar nicht allzu langer Zeit war Konnektania in 5 verschiedene Regionen aufgeteilt. Jetzt haben sich die 5 Regionen auf 5 Meere verteilt und treiben dort als Inseln rum. Wir befinden uns in der Forstsee, die besonders durch ihre natürliche Schönheit hervorsticht. Ja, das habe ich schon gemerkt. Okay, können wir auch nichts anrichten. Ich weiß, Luigi, das ist eine Luigi Day, aber ich will erstmal gucken, ob wir hier oben auch eine Luigi Day haben. Aha. Oh. Nett. Okay, Luigi. Deine 5 Minuten, los. Mhm. Ein paar Münzen. Ja. Geld. Neue Währung. Sie sehen zwar genauso aus wie Münzen, aber es sind Konnektaria-Münzen. Ja, haha. Die Dinger, die wie Rüben aussehen, sind in Wirklichkeit Stickrettiche. Manchmal ernte ich welche, um mir was dazu zu verdienen. Doch das ist harte Arbeit. Aber wenn ihr euch aufteilt, sollte es für euch überhaupt kein Problem sein. Nee, Luigi macht das schon alleine. Das kriegt er schon hin. Tatsächlich. Nach meinen bescheidenen Anfängen möchte ich nun ein gigantisches Werk erschaffen. Ein Kunstwerk, das eine Verbindung zur Schwankfeldschale unserer Ahnen herstellt. Okay, aber pass bitte auf. Schwankummeisterwerk Nummer 5. Greiser Vogel. Einst flüchtete sich ein Vöglein auf der Flucht vor den Monstern in meine bescheidene Hütte. Es ähnelte einem alten Manne, doch es sang himmlisch und diente fortan als Maskottchen. Auch fraß es unnütze Insekten, als ob es uns danken wollte und tut es noch immer. Pers, Greiser Vogel hat eine Liebschaft. Mein nächstes Werk wird Greise Vögelin. Das war süß, ihr seid so nett. Nettes Volk hier. Ah!
Mir will einfach nichts Narratives mehr einfallen. Ich habe eine Blockade. Dabei habe ich doch grenzenloses künstlerisches Geschick. Ich muss weg von hier, um endlich wieder neue Ideen zu sammeln. Auf nach Disney World. Weißt du, weg 4? Nein, tue ich nicht. Wer kennt es nicht? Man schließt kaum die Augen, da tönt es. Schläfst du schon? Wieso nun stellt man sich nie schlafen, sondern tönt zurück? Nein, tue ich nicht. Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage war die Inspiration für dieses Werk. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen schlafen. Und ich will herausfinden, wie es weitergeht. Nya, nya! Hm? Was zum? Wer war das denn jetzt? Oh. Afan, bitte! Lass unsere Kunst in Ruhe! Ja! Ah! Mach dich mal geschmeidig! Bring dich lieber in Sicherheit, hier geht's nämlich gleich rund! Hamaria, wenn du's sagst... Ah, Hamaria, okay. Das ist Ria, Hamaria! Ja, Unruhestifter kann's einfach nicht lassen, was? Ihr zerstört unsere Kunstwerke? Schämen solltet ihr euch! Ihr seid echt schlecht für meinen Blutdruck! Ja. Für dich gibt's heute eine Portion Tadelsalat mit extra viel Mozzarella! Oh! Und ausgerechnet jetzt macht mein Rücken schlapp! Oh nein, die Arme! Hä? Ja, ja! Hey, ich hatte dir gerade eine Standpauke, also hör dir nicht zu! Oh, seine Freunde gerufen. Ach ja, ihr habt euch in der Gruppe wohl für wahnsinnig stark. Ja, wir sind auch in der Gruppe. Oh. Golly. Die kriegen es jetzt mit den Mario Brothers zu tun. Die sind immer noch Level 1. Oh Mann. Ich fühle mich hier immer noch wie im Tutorial. Das gibt's doch nicht. Nein! Zu früh gesprungen. Ich wusste nicht, wie schnell der ist. Antwort, nicht so schnell. Jetzt weiß ich's. So, wir bereiten ihn schöne Kopfschmerzen. Ja, ho! Na komm, traut es euch. Traut euch, kommt zu mir! Und du auch! Bist der Nächste! Auf meiner Bucketlist. Hey, Luigi war noch dran. Was soll das? Versager. Der versagt. Ah, mein Rücken macht das wohl nicht mehr so mit wie früher. Oh, von so einem kleinen Wehwehchen. Ah, oh, oh, oh. Können wir dir helfen? Ich nehme nicht mit. Oh, das ist schon ein wenig dreist. Was mache ich jetzt mit dem Werkzeugkasten? Naja, ich schätze, der kann warten. Werkzeugkasten? Hast du da einen Hammer vielleicht? Luigi, hast du eine Luigi-Idee? Ah, mitnehmen. Das ist mächtig nett. Danke für die Hilfe. Mein Haus ist ganz in der Nähe. Könnt ihr mich dorthin bringen? Aber klar, Ämchen. Ich gehe schon vor. Oha. Unfair. Soll ich mal warten? Objekte aufheben. Befindest du dich in der Nähe eines Objekts, das aufgehoben werden kann, kannst du es Mario mit Hilfe von A und Luigi mit L aufheben lassen. Warum kann man Luigi nicht mehr mit B steuern? Das verstehe ich nicht so ganz. Was kann man dann wieder absetzen? Musst du nichts weiter tun als erneut A oder L für Luigi drücken. Okay. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich muss Luigi beauftragen. Verstehe. Kann hier nicht abgelegt werden. Ich will nur lesen. Hast du Hunger? Komm zu mir, Hamaria, Schwanenkuchen-Anführerin. Okay, wir sind da. Er wartet schon auf uns. Bitteschön. Auf der Rücken geht's besser. Stell den Werkzeugkasten einfach hier auf die Werkbank. Okay. Okay. Oh ja. Oh ja. Danke. Ich habe mich noch gar nicht richtig vorgestellt, was? Ich bin Hamaria, die Anführerin hier. Und ihr seid also neu? Wie seid ihr überhaupt hergekommen?
Naja, da gab es so eine Kanone, die war vergoldet. Also das war so. Ja, das, also so lange war die Geschichte jetzt auch nicht. Na sowas. Und ich dachte, das war's jetzt, als Cornectania auseinandergebrochen ist. Die Frage ist nur, ob ihr es dorthin schafft? Der Weg zur Schwankfeldschale ist gefährlich. Zu allem Überfluss könnten auch noch mehr dieser Brutalos von vorhin dort sein. An der Spitze der Schwankfeldschale findet sich ein Leuchtturm, richtig? Das stimmt. Der ist ganz oben auf der wackeligen Schwankfeldschale. Oh yeah. Ja, dann liegt sie hin. Oh, danke. Ich habe euch das Tor zur Schwankfeldschale geöffnet. Nice. Das ging jetzt ziemlich einfach. Sieht aus, hätte da auch zwei Augen. Oder diesmal ist es wirklich ein Plug. Ah, eines noch. Ja, hast du einen Hammer für uns vielleicht? Ich muss mit euch über meine Kinder reden, Augustin und Fabrizia. Die sind richtig gut in dem, was sie machen, genau wie ihre Mama. Augustin macht tolle Handschuhe und Fabrizia ist Expertin für Zubehör. Aber sie waren nicht mehr zu Hause seit Konnektalien ja auseinandergebrochen ist. Lasst mich euch was geben, was die zwei gebastelt haben. Schon toll, oder? Aha. Augustins Handschuhe und Fabrizias Armreif. Okay, so ein Schatz. Was? Ob ich mir Sorgen mache? Aber natürlich, ich beschütze ihre Mutter. Aber die beiden, die kommen schon klar. Ich muss das Dorf hier beschützen. Wir bleiben nur zu hoffen, dass es ihnen gut geht. Die Ausrüstung von meinen Kindern wird euch gute Dienste leisten. Na los, worauf warten sie noch? Okay, können wir die ausrüsten direkt? Ausrüstung. Im Menü kannst du die Details zu deiner Ausrüstung ansehen. Vergiss nicht, erhaltene Ausrüstung auch anzulegen, um im Kampf von allerlei nützlichen Effekten zu profitieren. Ja, dann machen wir das mal. Nicht Item, sondern Ausrüstung. Ja! Dann haben wir zweimal, aber auch zweimal. Extras. Ah. Angriff steigt oder dein erster Angriff an einem Kampf richtet 15% mehr Schaden an. Ah. Okay, ich würde Mario den Armreif geben, weil Mario ist schon ziemlich stark. Und Luigi kriegt dann die Handschuhe von Augustin, damit er ein wenig stärker werden kann. Vielleicht wird er irgendwann so stark wie sein Bruder. Warte mal. Ah! Es reicht. Es ist genug. So, was zu sagen? Ihr müsst zur Schwankfeldschale. Das ist ein heiliger Boden für uns. Habt ihr euer Pauseboot dabei? Dann macht euch mal auf den Weg. Nee, muss ich noch einpacken. Hier, warte. Oh. Luigi. Was? Luigi! 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 Hat keine Ahnung. Der Junge hat keine Ahnung. Genau. Okay. Damit können wir nicht interagieren. Also noch nicht. Nee, ihr Loser. Nächste Brücke. Verstehe. Dann ab geht's! Hä? Ja? Deine Münzen und meine Münzen. Aber warum? Wow, Luigi, sag mir jetzt nicht, deine Idee ist es, dass wir die Münzen pro Person nehmen. Die Pose. Nein. Ja? Ach so, ja doch, ist es. Danke, Luigi, du bist so schlau. Ich bin so stolz auf dich als dein großer Bruder. Aha, Musik. So dashen. Das kann ich nicht. Aha. Billighose. Wow, eine Billighose. Kann ich die auch ausrüsten? Haben wir nicht schon beide eine? Ah ne, oh. Billighose sind besser als die da zu Hause? Wie ist das denn? Steigt die Verteidigung. Steigt Verteidigungswert und ich gebe sie Mario. Ich gebe sie ihm. Und euch gebe ich die Möglichkeit, beim nächsten Mal einzuschalten, um herauszufinden, wie es hier weitergeht. Luigi, pass auf! Du Tollpatsch. Und diese riesige Tropfen an Marius Stirn. Oh Mann. Ja, hier wird es noch richtig krass abgehen.